Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur neuen Runde Let's Play Lego Cities Undercover. So, wir gehen jetzt hier erstmal gechillt Kung Fu lernen. Ja, boing. Kiste können wir doch eigentlich schon ganz gut. Wollen wir eigentlich gar nicht mehr lernen. Echt mal gespannt. Wir sollten, was mir vorhin aufgefallen ist, wir sollten öfters mal mit dem Scanner arbeiten. Weil, guckt mal, wie viele hier sind. Hier ist gefühlt alles voll. Und oh, da ist auch noch einer. Und was ist das? Scannen. Da oben drauf. Gut, gehen wir nachher hin. Die Markierung bleibt ja, glaube ich, soweit ich weiß. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen Kung Fu. Spezialauftrag 4, Kung Fu Drei. Ah ja. Der Honey geht mir so ein bisschen auf den Sack, ne? Barry Smith. 24 Stunden für sie im Einsatz als Klempner und Kung-Fu-Guru. Einige verstopfte Abflüsse und Chakras seit 1987. Kann's ja mal versuchen. Cool. Ich muss das aufkriegen. Ob ich das gebrauchen kann? Gegen die kämpfen? Warte mal, ich wechsle hier mal auf den hier. Hier, ein kleines bisschen weg. Die Frage, wie man das kaputt kriegt, ne? Ich brauche noch eine Menge Steine, bevor ich den Superbau benutzen kann. Drache, 40.000. Ja, ich glaube, da brauchen wir wirklich ein bisschen. Die Frage, was uns der Drache bringen würde. Und hier auch noch ein klitzekleines bisschen weg. Ach, guck mal, was wir hier haben. Hopp, hopp, hopp. Hey, wieso kommt der da nicht hoch? Aber warte mal, ich könnte hier doch. Ich frag mich ja, wofür das gut ist. Diese Dinger hier zum Aufmachen. Oh, hier kann ich was bauen. Wer stellt denn Hutständer draußen auf? Das ist kein Hutständer. Nochmal, ich zeig dir mal, was das ist. Genau so was ist das. Okay, warte mal. Wenn wir jetzt hier hingehen, passiert irgendwie was? Gar nichts. Okay, wir müssen auf jeden Fall. Langsam. Ah, okay. Hier wäre eine Fackel. Okay, wir sollten vielleicht, glaube ich, dann doch alles zerstören. Noch ein Hutständer. Aber niemand trägt einen Hut. Das ist kein Hutständer, du Eierkorb. Was ist das? Mach dich bereit. Wofür? Oh, echt jetzt? Also was kann ich nicht. Oh, das ist gar nicht so schwer. Was ist das? Wofür brauche ich das? Aha, warte mal. Cool, ein Feuerwerk. Okay. Ah, kick an, was haben wir denn da? Okay. Wir werden wahrscheinlich auch noch mehrere Sachen hier finden. Wir machen mal alles kaputt. Einfach alles Schrott hauen. Schon fast fertig. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass der den Schlüssel? Da brauche ich auf jeden Fall Feuer für. Was haben wir hier?
Warte mal, das war doch diese Detektivspur, ne? Großartigstes Kultur aller Zeiten. Mann, das war ja auch echt schwer. Haben wir da? Ah. Und du musst dahin. So. Ah, jetzt ist die Dynamit runtergefallen. Wofür brauche ich den Dynamit? Halt, aber erstmal holen wir uns den Stein her. Wofür können wir denn jetzt wohl Dynamit gebrauchen? Ah, dann mache ich hier gerade was anderes. Okay, warte mal, wo hat er noch reagiert? Interessant. Okay, warte mal, wir nehmen uns das Dynamit jetzt mal mit. Der sagt mir, wo wir es hinbringen müssen. Ah, hier hin. Wird ja wahrscheinlich einfach nur kleiner, ne? Yes. Dann können wir noch drüber springen. Dann kommen wir da auch hoch. Hopp, hopp, hopp. So, warte mal. Brauchen wir natürlich den wieder. So. So, warte mal eben. Wir müssen jetzt... Frage, wo müssen wir denn hin? Den schmeißen wir erstmal runter. Ah, okay. Nicht so schnell. Wupp, und aufwärts. Oh ja, Schildkrötenkampfsport ist etwas einfacher als der normale Kampfsport. Schildkrötenkampfsport? Wo ist das gut? Wenn ihr bestimmte Gegenstände, um zu funktionieren, über diesem Objekt wird das jeweilige Gegenstandsbund angezeigt. Schön langsam. Okay, kann ich mir die mitnehmen? Ja, wo muss ich hin? Rechts. Okay, das würde den nächsten geben. Puh, das war knapp. Die Fackel reichte gerade mal lang genug, um hierher zu gelangen. Ja, ist aber alles gut jetzt gerade. So, warte mal, der muss dahin. Wir sind natürlich nochmal nach oben. Ich will aber den Stein gerne haben. Okay, wir können jetzt zum Beispiel hier schon mal den Superbau bauen. Bauen wir den? Ja, wir bauen den. Mehr. Drache! Nein, 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 nein! Nicht meine Skulptur! Ah! Okay, den Schlüssel haben wir. Puh, und ich dachte schon, Dunbys Atem wäre schlecht. Nee, den nehme ich noch nicht mit. Ich will noch einmal kurz wieder nach oben. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Ich will das andere noch anzünden, weil ich die anderen Steine gerne noch haben möchte. Ja, wo war es? Da oben. Jupp. So, warte, jetzt müssen wir... Und ist auch nicht, was man anfackeln kann. So. Ach, Mist, Mist. Ich wollte gerade den Ding da oben noch kaputt hauen. Ja, warte. Wir holen uns gleich den Schlüssel. Alles cool. Kleiner oder großer? Oh, großer. Zehntausender. Okay, warte mal. Jetzt stand hier unten, dass wir noch irgendwas anbrennen können. Ach, die Lampe. Ich weiß schon, wofür die gut ist. Warte mal, wir können auch hier einfach hoch. Wir wollen den ganzen Weg gar nicht normal machen. So, und hier nach oben.
Zack. Einmal nochmal dran ziehen. So, komm her, zack. Und hier runter und da runter und dann das Ding noch anzünden. Yay! Judoka! Sobald ich hier raus bin, gehe ich mich bei den Herstellern dieser Fackeln beschweren. Die halten gerade mal 10 Sekunden. Ja, reicht doch. So, jetzt kommen wir nämlich rein. Oh, wo kommt das jetzt hier gerade so? Zack, und aufschließen. Und Rinder. Von den Typen sieht keiner wie ein Barry aus. Muss man hier etwa ein Glöckchen läuten? So auffällig da vorne. Ich schon ein heiliges Ding-Dong. Ein Gong. Sogar besser als ein Glöckchen. So schlau ist. Ich bin hier, um Psst, hör dir mal das an. Willkommen bei Lerne Kung Fu im Schlaf. Entspann dich. Du bist jetzt vollkommen entspannt. Ende. What the fuck? Ich kann Kung Fu. Zeichnet mir. Und Klempnern? Vielleicht sollte ich dich gegen ein paar meiner Schüler antreten lassen. Gehe in dich, ruf dein wahres Potenzial ab und triumphiere so über deine Gegner. Was auch geht, du wirfst sie einfach auf die Matte. Mal okay. Sehen, was du drauf hast, Chase. Autsch, das hab ja sogar ich gespürt. Nicht schlecht, legen wir mal nach. Komm schon. Oh, Junge, komm. Gott, fuck. Da hast du ja einen kurzen Prozess gemacht. Aber diesmal wird es schwieriger. Gerade eben, das war die Anspielung auf Matrix, war echt geil gerade eben. Stell dir vor, du entlüftest eine Heizung. Und jetzt wende das auf deinen Geist an. Was? So eine Heizung entlüften. Lass die Bewegungen fliegen. Jawohl! So, jetzt lerne ich hier erst richtig kämpfen, okay. Bedenke, eine 10.000 Meilen lange Reise beginnt mit einem einzigen, Anruf beim Reisebüro. Das hat wehgetan. Hoffe, du bist gut im Armdrücken. Wenn im Wald ein Baum auf dich fällt, schmerzt das dann? Und wie? Höllisch. Das tut echt höllisch weh. B, um einen Gegner zu packen, okay? Autsch! Das sieht nur noch schlimm aus. Was soll ich jetzt machen? Den packen? Das merkt er morgen noch. Nicht schlecht. Ihr fällt mir schon besser. Okay. Wirf sie mal gegeneinander. Du kennst aber keine Gnade. Hallo, auf mal in die Richtung, wo ich hin will. Hallo, hör mal auf zu laufen. Autsch! Naja, die Risiken waren in ihr von vornherein klar, ne? Was ist das eigentlich für ein Quatschkopf, Alter? Oh, wei, oh, wei. Hallo, mir fehlt noch einer. Beim Kampf muss dein Geist entspannt sein. Entspannt. Du hast den Herd angelassen? Da ist Elektro. Entspannt. Ganz Elektro. Ja, wirf noch einen Schüler. Keine Angst, das macht dir nichts. Du wirst sehen, die braunen Gegner sind eine Spur härter. Muss ich ja wahrscheinlich alles anwenden, wa? Dein Körper muss in Topform sein, wie ein regelmäßig gewarteter Heizungskessel. Ah, okay.
Danny heißt. Nur noch eine Runde, Chase. Schönen Slow-Mo hier. Yay. Yeah. So. Zack. Ich brauche mal einfach nur drauf drücken. Das reicht schon. Ach, ich kann sogar auswählen, auf was ich die werfen will. Gut geschlagen. Nimm diesen Gürtel als Zeichen deiner Stärke. Das kann ich nicht annehmen, Barry. Wieso? Oh, hoppla. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Freigeschaltet Judoka. Ja, das haben wir nicht viel. Ich frage mich zwar gerade, wo uns die ganzen Dinger fehlen, aber... So, ich würde sagen, Geschichte mal fortsetzen, wa? Ah, das war lustig. Vor allem diese Anspielung auf Matrix fand ich einfach nur geil. Bluebell National Park. Freigeschaltet, erweiterte Kampftechniken. Dann mal eben. Hey Chase, hast du kurz Zeit? Lass mich raten, das hat was mit dem Gefallen für Ellie zu tun? Ja. Ich habe mich freiwillig gemeldet, um den nagelneuen Polizei-LKW abzuholen, der heute Nachmittag an der Polizeistation vorgestellt werden soll. Und dabei haben Kriminelle dich in die Finger bekommen, richtig? Wow, wie hast du das denn erraten? Warte, an welche Zahl denke ich? Hier ist ein Tipp, es ist die 6. Der LKW, Frank. Oh ja, sie sind ein bisschen damit rumgefahren, aber jetzt haben wir angehalten. Und wo seid ihr? Während der Fahrt habe ich ein lautes Nebelhorn gehört. Muss wohl der Hafen gewesen sein. Hafen, okay. Und dann hatte ich das Gefühl, dass wir über Gleise gefahren sind. Bahngleise, okay. Dann haben wir angehalten und ich konnte aus dem Fenster Krabby Cove erkennen. Du, ich bin gleich da. Wo? Oh, der Kerl ist so doof. Werde Frank an den gestohlenen Laster aus Krabby Cove. Ah ja, aber warte, erstmal will ich hier nochmal gerade kurz, zack, gucken, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist. Weit ist denn das weg? Muss auch hier unten sein. Im Wasser oder was? Ach, ich kann da runterlaufen. Runterlaufen oder runterspringen? Will ich da runterspringen? Okay. Kann ich eigentlich auch tauchen? Hm. Warte mal, ich gehe jetzt hier mal hoch. Eins. Außer der Kerl. Zwei. Ah, cool, hier waren die drei. Ja, nice. Böserbaum. Und hier war ja noch das blaue Teil, was wir nicht machen können, ne? Das war's, da war da, ne? Ja, genau, das ging noch nicht. Bin mal gespannt, was uns da noch fehlt, ey. So, nichtsdestotrotz, ich besorge mir jetzt gerade mal ein Auto. Ich will den roten haben hier, der ist cooler. Ich will den haben. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. So, allerdings bevor wir jetzt zu Frank fahren, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Break. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis denn, bye bye.